Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt Samstag, dritter Tag in Chemnitz. Und wir sind jetzt gerade bei Lumpi angekommen. Wir gehen jetzt schnell Bemann. Und dann einmal schön aus dem Spazieren gehen, weil ich habe erst 13.30 Uhr Prüfung. Bin schätzungsweise 20. Starterin oder so. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, müssen wir spazieren gehen mit ihm. Und dann ist er auch die zweite Quali für den großen Preis am Sonntag war ein 2-Sterne-S-Springen und ich hatte draußen eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Der Parcours war echt schwer gebaut, sowohl von den Abmessungen als auch von den Linienführungen her sehr anspruchsvoll. Aber ich kam so vom Anreiteweg her zu 1 nicht ganz optimal, musste mich dann hier für eine große Distanz entscheiden, hatte dafür aber zu früh die Hand dran gehabt und dadurch kam dann der Hinterhandfehler, war doch so ein bisschen steif im Rücken allgemein. Hatte dann zwar eigentlich einen ganz guten Rhythmus gefunden, habe auch die Distanz hier bekommen mit 8 Galoppsprüngen, wie ich es mir vorher abgeschritten hatte. Zur 4 hin hätte ich noch ein bisschen länger draußen auf dem Hufschlag bleiben sollen, dann hätte ich hier ein bisschen mehr Platz gehabt zu A. Habe ihn dann hier aber durchgedrückt über B und C, hat er ganz super gemacht. Hier wieder so ein bisschen nach links gesprungen, aber das war jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Und ab jetzt wird es eigentlich besser. Ab da hat er so ein bisschen angefangen, im Rücken wieder loszulassen. Ich kam lockerer durch. Er war nicht so fest und nicht so steif. Also bis dahin, so die erste Hälfte des Parcours, war nicht so schön wie sonst. Hier auf große Distanz hier über diesen mächtigen Ochser ganz super drüber gegangen. Das hat super geklappt. Auch jetzt zur 10 auf groß zu diesem luftigen Steilen da hinten. Und dann ging es noch auf die letzte Linie über die Trippelbache zum letzten hin. Das ging dann wieder super gut. Ja, ärgerlich gewesen, aber so ist das Leben eben. Aber wir hatten trotzdem eine schöne Runde, finde ich. Trotz der 2 Fehler bin ich wirklich zufrieden mit der Runde an sich. Aber Lumpi war so die erste Hälfte des Parcours so fast im Rücken. Er hat nicht so locker durch den Körper gesprungen wie sonst immer. Ja, deswegen war das halt auch nicht ganz so easy, aber zufrieden bin ich. Ja, ja, ich würde es dir auch hinstellen. Ich hab... Du kriegst nichts. Wir haben jetzt immer Mesh und Vollkops. Sieht irgendwie echt eklig aus, aber ich hoffe, er frisst es. Als kleine Stärkung hat er sich ja trotzdem verdient. Also... Dadurch haben wir jetzt morgen früh ein bisschen weniger Schlaf, weil die Prüfung beginnt jetzt morgen um 7. Aber egal, können wir morgen nochmal schön angreifen und nochmal schauen, ob wir noch eine schöne Platzierung mit nach Hause nehmen. Und dann geht's heim. Du kannst auch das Mesh fressen, nicht nur die Möhren. Wie schon gesagt, ging es dann am Sonntag früh aus den Federn, dann 7:30 ein bisschen verschoben, ging dann das Springen los und ihr seht, Lumpi war minimal nervös. Er war echt heiß gewesen und es war dann sozusagen, ja, wie soll ich das sagen, die Trostrunde. Ich hätte den großen Preis reiten dürfen, das wurde aber, sagen wir mal, mangelhaft kommuniziert. Dass ich das eben erst kurz vor diesem Springen hier erfahren habe und habe mich dann in Absprache mit meinem Trainer doch für das Springen entschieden, weil wir gesagt haben, ich soll hier lieber angreifen und da noch eine vordere Platzierung rausreiten und mit einem guten Gefühl nach Hause fahren, anstatt ich dann vielleicht im großen Preis mit 2 Stangen oder so rausgegangen wäre und nicht so zufrieden gewesen wäre, einfach persönlich. Deshalb habe ich da auch gleich von Anfang an frisches Tempo vorgelegt. Es waren 2 Phasen S-Springen. Und es gab noch gar nicht viele Nuller, beziehungsweise ja, Nuller in der zweiten Phase dann. Deswegen wusste ich, wenn wir gut durchkommen, haben wir eine Chance auf eine vordere Platzierung. Und das hat auch super geklappt. Jetzt hier durch die Dreifache hat so ein bisschen geklappert bei B, aber alles liegen geblieben. Er war nur ganz leicht dran. Und jetzt ab der 8 geht jetzt die zweite Phase los.
Hier hätte noch ein bisschen mehr explodieren können, hätte ich noch ein bisschen frischer haben können, kam hier aber super durch die Wendung, habe die 9 gleich schräg genommen und kam mit 7 großen Galoppsprüngen hier zur 10. Sogar gerade geblieben. Eigentlich wollte ich hier vor 7a gewendet sein, aber ich kam mit so viel Schwung zu diesem Ochser, dass ich hätte zu viel reingreifen müssen, habe mich deswegen lieber für den paar Zentimeter längeren Weg entschieden, als dass ich da viel hätte vorne im Gebiss ziehen müssen. Und dann nochmal mit Schwung hier durch die Linie nochmal zur 1 abschließend und damit hatten wir eine super schnelle Nullrunde und waren dann noch mit einem ganz, ganz tollen Gefühl platziert. Auch noch gereicht, am letzten Tag noch meine grüne Schleife, die andere holt meine Mama gerade aus der Meldestelle, weil ich ja nicht mehr einreichen musste. Aber mit einem super guten 6. Platz jetzt noch mal das letzte Spring beendet. Da kann man auf jeden Fall zufrieden sein und 9:30 gleich nach Hause fahren. Da kann Lumpi dann gleich noch auf die Weide zu Hause und kann den ganzen Tag draußen noch genießen. Da hat er sich auf jeden Fall verdient und ja, mit 2 Schleifen heimzufahren ist doch gut, oder? Und warum hast du jetzt das 1-Stern und nicht den großen Preis geritten? Na, ich hätte theoretisch reiten können, wurde mir zwar nicht so ganz kommuniziert, aber ich habe jetzt auch mit in Rücksprache nochmal mit Matthias, mit meinem Trainer, gesagt, ich reite das 1-Sterne und greife dort nochmal richtig an, um nochmal eine schöne Platzierung zu kriegen und eben mit einem guten Gefühl heimzugehen, anstatt ich dort dann im großen Preis dann vielleicht mit 2 Stangen rausgehe und mich ärgere. Ja, hat sich ja gelohnt. Und jetzt kriegt er noch seine Abschutzdecke drauf, beziehungsweise hat er schon drauf, ne? Und warten wir jetzt noch, bis er ein bisschen abgetrocknet ist. Und dann geht's heim. Und warum war jetzt die Gefahr, dass du vielleicht beim 3-Sternen mit einem schlechten Gefühl rausgehst? Naja, weil er gestern halt so ein bisschen komisch war. Also gestern hat er so den Rücken mal weggedrückt und war so klemmig. Heute war er wie Freitag. So wie er sonst auch ist. Richtig super, locker, flüssig, flockig, vorwärts. Ja, weiß nicht. Gestern nicht so einen guten Tag gehabt. Lumpi ist wieder glücklich auf der Weide und es ist richtig, richtig kalt, nur 5 Grad. Aber ich muss jetzt noch alles wieder aufräumen, ausräumen, sauber machen, wegpacken, was wegzupacken ist. Dann muss ich noch Boxen misten und dann haben wir es jetzt, wir haben es gerade mal 10.45 Uhr, ist schon krass, da schon vom Tunnel zu Hause zu sein. Ja, also noch einiges zu tun jetzt. Danach werde ich mal schauen, ja, wie meine Motivation und meine Kraftreserve sind. Ich habe nämlich noch nicht mal was gefrühstückt, so wirklich. Nur einen Kaffee getrunken und ja, nicht so viel geschlafen, weil ich einfach so aufgeregt war immer.
Je nachdem werde ich dann noch die beiden Purukas reiten und dann mal schauen. Ja, ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das nächste Turnier steht für uns eventuell nächstes Wochenende an mit der Püppi, dass ich mit ihr jetzt kleinen Partners nochmal nachnenne. Das ist nochmal Turnier, weil ich sie ja jetzt nicht mitnehmen konnte. Achso, kurze Erklärung hier vielleicht, warum ich die Püppi nicht mit hatte. Habe ich nur auf Instagram gesagt. Sie hatte sich vor 2 Wochen, ist das gut 2 Wochen, jetzt her, eine Wunde hinten an der Hinterhand auf der Weide zugezogen. An sich ist die Wunde super verheilt, ich hätte reiten können, aber der Tierarzt war vorsichtshalber da, weil ich nicht da war, als es passiert ist. Hat Alex lieber einen Tierarzt kommen lassen, dass er drüber schaut. Und ja, da war dann die Medikation jetzt noch dopingpositiv. Deswegen konnte ich die Püppi leider nicht mitnehmen, obwohl sie fit und im Training gewesen wäre. Super, super ärgerlich. Aber naja, so ist das jetzt eben. Und deswegen werde ich vielleicht nächste Woche nochmal nachnennen. Weil wir haben noch ein paar Pläne im Winter. Aber das werdet ihr dann erfahren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt mal noch weiter packen, weil wir so rumstehen, wird echt kalt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.